This is the micro machine man presenting the most midget miniature motorcade of micro machine each one has dramatic details terrific trim precision paint jobs plus incredible micro machine pocket place that there's a police station fire station restaurant service station and more perfect pocket portable one of the most famous landmarks on the borders it's three hills and the myth is that merlin the magicians split one hill into three and the left the two hills at the back of us which you can see The so Du gibst die richtig guten Waffen für deinen PUBG-Account. Spielst du das nicht? Boah, Digga, nice, gib her. Ist ja nur eine Website, oder muss ich nichts runterladen? Mashallah, gib her. Nur noch kurz einloggen. Was ihr gerade gesehen habt, war. Whisper. Oder wie manche sagen, Whisper von OpenAI und nein, das ist kein Sponsoring, das ist ein gratis Tool, das einfach jeder benutzen kann und es basiert auf einer künstlichen Intelligenz, wer jetzt gedacht bei OpenAI, die Text nimmt, egal welche Sprache, gesprochenen Text und den übersetzt in Englisch, Untertitelgenerierung, alles drum und dran und ich habe das mal tatsächlich bei drei meiner YouTube-Videos vom Vlog-Kanal, also vom Kanal The More Voice ausprobiert und siehe da die Untertitel sind verdammt gut. Ganz ehrlich, diese englischen Untertitel sind besser als die automatisch generierten deutschen Untertitel, die mir YouTube zur Verfügung stellt. Das ist der Wahnsinn. Und aus genau diesem Grund dachte ich mir, brauchst ein Tutorial. <laughs> Und das machen wir heute. Zunächst einmal, ähm, Whisper ist komplett Open Source. Das heißt, wir können das Ding hier komplett benutzen. Ähm, ich habe äh, hab mich mal hier ein bisschen eingelesen und ähm, ja die funktionalität von whisper wäre noch mal ein ganz anderes video das hier ist ein python let's code das heißt ich zeige euch wie ihr whisper benutzen könnt und nicht wie ihr whisper äh, wie whisper aufgebaut ist ja, ich, ich, Gebe euch quasi das Praktische. Es sind insgesamt 680.000 Trainingsstunden da drin. Und es ist mit Akzenten, mit nicht englischer Transkription, mit keiner, äh, keiner Sprache, mit was auch immer. Es ist völlig egal. Es funktioniert einfach alles. Ähm, das, das Setup ist super einfach. Und deswegen gehen wir jetzt hier direkt mal in einen Ordner rein und machen das tatsächlich mal. Und ähm, ja, einfach PowerShell aufmachen oder euer Terminal oder was auch immer ihr benutzt. Und dort dann einfach diese wunderschöne Zeile Code reinfügen. Ja? Also hier einmal installieren, fertig. Ähm, das Ganze nimmt aus dem Git Repository hier das alles und installiert es als Python-Bibliothek. Und bei mir ist das natürlich schon alles erledigt. Ihr braucht allerdings noch zusätzlich, ähm, und das ist je nach System mehr Aufwand oder weniger Aufwand, zusätzlich FFMPEG. Das ist ein Tool, mit dem haben wir auch schon einige Sachen gemacht. Gerade unter Linux habe ich da ja ein paar Tutorials dazu gemacht. Und das gibt es für Linuxe, das gibt es, wie gesagt, für andere Linuxe, für macOS mit Homebrew, wunderbar easy. Äh, Windows, sie empfehlen hier Chocolaty oder Chocolaty, keine Ahnung. Ähm, oder Scoop, ähm, aber man kann es auch ganz einfach so installieren. Und auch unter Linux kann man es einfach äh, quasi kopieren, wenn man das so möchte. Und auch das funktioniert wunderbar. Wir haben hier ähm, fünf Modelle zur Auswahl. Je nachdem, wie groß das Modell ist, äh, desto besser ist die Übersetzung. Tiny liefert euch mit einem 1 GB Speicher und 32-fachem Speed ein relativ... Trotzdem noch ein relativ gutes Ergebnis, muss man sagen. Allerdings natürlich kein Vergleich zum Large-Modell, das ich für meine Videos benutzt habe, für die Übersetzung. Das braucht allerdings 10 GB Arbeitsspeicher. Ja, und das ist nicht gerade wenig. Apropos Arbeitsspeicher ähm, und Fehlerrate natürlich auch. Hier ist eine Grafik mit wie viel Fehlern pro Sprache hier im Schnitt erstellt werden. Also mit einer prozentualen Fehlerquote. Und wir sehen hier zum Beispiel, Spanisch ist am besten mit 3,5 Fehlerprozentquote. Italienisch mit 4,2, Englisch mit 4,5, Portugiesisch 4,8 und Deutsch mit 5,5. Und ich muss sagen, es hat sogar Wörter wie Maschala, LOL und Digger erkannt. Und normalerweise benutze ich diese Wörter nicht. Das war in diesem einen Video. Aber auch Fachwörter, alles wunderbar erkannt, zumindest das, was ich so direkt gesehen habe. Es gab ein, zwei Wörter, die nicht gut waren, ähm, aber in den meisten Fällen muss ich sagen, vertraue ich diesem Tool einfach, dass es das besser macht als YouTube. Und das will schon was heißen. Also es ist tatsächlich sehr, sehr gut. Und ja, ich weiß, es hört sich ein bisschen nach Lobhymne an, aber es ist schon ziemlich, ziemlich gut. So, wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, ähm, das Ganze ist nicht mal nur über Python äh, möglich, das machen wir auch gleich noch, keine Sorge. Es ist aber auch einfach möglich, das als Kommandozeilen-Tool zu benutzen. Und ihr könnt da auch so viele äh, reinmachen, wie ihr wollt. Also, wenn das fertig ist mit Installieren, komm schon, du bist fertig mit Installieren, das wissen wir doch beide. So, ähm, wenn das fertig ist mit Installieren, dann kann ich hier in den Orten einfach was aufnehmen, zum Beispiel mit Audacity. Und einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen und euch so ein kleines bisschen in die Informatik einführen. Ihr wisst ja, man kann sehr toll Informatik hier bei mir auf dem Kanal lernen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, das muss reichen. <laughs> ähm, dann exportieren wir das Ganze als MP3 und nicht in Python-Grundlagen. Ja, ähm, das ist der Punkt, den ich an. Äh, an Audacity tatsächlich nicht mag. Die haben eine sehr seltsame Ordnernavigation. Aber gut, ähm, das funktioniert trotzdem auch noch relativ schnell. Jetzt sehen wir hier, aha, wir haben eine unbenannt.mp3-Datei hier und die kann ich mit Whisper einfach so verarbeiten. Und hier gibt es mehrere Optionen. Wenn ihr Englisch gesprochen habt, dann ist es einfach nur eine Transkription, die möglich ist. Ich kann hier einfach sagen, Whisper, dann meine unbenannt.mp3. Und dann kann ich hier einfach das Modell auswählen. Model Large. Das erste Mal, wenn ihr das macht, muss das Modell komplett runtergeladen werden. Ich habe das nur mit dem Large und mit dem Tiny Modell gemacht. Die anderen habe ich quasi gar nicht runtergeladen. Deswegen probiert das, was für euch am besten funktioniert aus. Ich bin mit dem Large Modell mega glücklich und die Rechenzeit ist mir eigentlich fast egal. Ähm, Hauptsache, das Ergebnis ist gut, deswegen benutze ich das Large-Modell hier. Ähm, und ja, wenn ihr nur Englisch gemacht habt, dann könnt ihr das benutzen. Wenn ihr jetzt allerdings eine andere Sprache benutzt habt, dann kommt hier unten noch das, was für euch relativ relevant sein wird. Und zwar minus minus Language. Äh, in unserem Fall ist das German oder auch einfach de. Und dann minus minus Task Translate. Und wir wollen das Ganze ja übersetzen. Ne? So, und ja, jetzt kann ich einfach mal auf losdrücken. Und das dauert jetzt eine ganz schöne Weile. Also, die Berechnungen hier sind nicht schnell. Also bei weitem nicht. Ich habe für meine Videos von YouTube 1,5 Stunden gebraucht für ein 10-minütiges Video. Und das lief auf der Grafikkarte. Und ich habe eine relativ starke Grafikkarte in meinem System verbaut. Das heißt, nehmt euch die Zeit, das auszuprobieren. Es dauert wirklich sehr lang. Pro-Tipp an der Stelle. Ähm, ihr könnt damit auch eure Wohnung heizen. <laughs> weil, naja, es braucht halt Strom. Der ganze PC heizt ohne Ende und dadurch kann man auch wunderbar hergehen und einfach sagen, hey, ich lasse das mal über Nacht laufen. Das heizt mir die Bude auf. Geht perfekt. Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. So, ich werde den Teil jetzt hier rausschneiden, weil das einfach zu lange dauert. So, da sind wir wieder. Ähm, und ja, ihr könnt euch dazwischen tatsächlich einen Kaffee machen. Also, wenn ihr das wirklich mit so einem großen Modell macht... Gönnt euch einen Kaffee. Ähm, <laughs> wir haben jetzt hier die Übersetzung bekommen. And just tell you a little bit about my life and introduce you a little bit into computer science. Und das ist tatsächlich akkurat. Ja? Diese Übersetzungen sind sehr, sehr gut, finde ich. Ähm, also ich unterbreche das hier jetzt tatsächlich mal, denn das ist ja eigentlich nicht das, was wir in diesem Video machen wollen. Wir sind ja schlaue Menschen und wir wollen das unbedingt in Python haben. Ja? Wir wollen ja Code schreiben, der das auch kann. So, ähm, ich habe jetzt dazu einmal die Punkt... Wait, warum wird mir das nicht vorgeschlagen? Ich weiß es nicht. Punkt slash audio slash tts.mp3. Okay, und was wir einfach nur machen müssen, ist hier zu printen, was wir haben. Also Res von, naja, wir wollen den Text haben, also Res von Text. Und das war's auch schon. Wenn wir das jetzt hier starten, ähm, wie gesagt, erstes Mal muss es immer das andere Modell noch runterladen. Also nicht wundern, wenn es bei euch ein bisschen länger dauert. Aber ähm, die entdeckte Sprache war hier offensichtlich irgendwas Arabisches, ja nicht ganz so akkurat gewesen und ähm, dementsprechend auch nicht ganz richtig. Jetzt müssen wir hier einmal ganz kurz in die Transcribe-Funktion reingucken. Ich habe da noch mal kurz rüber, das wird nichts. Ähm, die Transcribe-Funktion. So und hier sehen wir, ähm, dieses Modell kann gelegentlich auch angepasst werden. Ja, wir können hier alles Mögliche noch reinpassen. Das heißt, wir können hier ähm, vor allem die Decode Options angeben, was ein Dictionary ist mit den Decoding Options. Wenn ich mir also ähm, hier eine Sprache aussuchen möchte, kann ich die hier zum Beispiel angeben, einfach in meinen Optionen. Und äh, das mache ich hier einfach mal, indem ich mir hier oben drüber am besten ähm, meine Options generiere. Options ist gleich in meinem Fall einfach nur die Sprache. Das heißt, ich sage hier, äh, jetzt muss ich nachgucken, Moment, das war ich auch nicht auswendig, äh, Language. Das wird wahrscheinlich sein language.de. So und äh, jetzt muss ich die halt Options eingeben ähm, wahrscheinlich ausgepackt. Probieren wir es erstmal so kurz. Genau wie war das jetzt? Genau richtig. Ja okay also perfekt. Wir brauchen hier die Option ausgepackt ja also quasi so als Sternstern -Stern. Ähm, und dann funktioniert das Ganze auch mit dem Tiny Modell. Also die Ergebnisse sind jetzt Hallo, Veta, bin. Alter, was habe ich denn da gesagt? Was habe ich da gesagt? Moment, ganz kurz, das muss ich mir anhören. Das war die falsche Datei, die ich abgespielt habe. Sekunde. Hallo, Welt, abonnier mich. Das war. Hallo, Welt, abonnier mich. Hallo, Veta, bin je. So, wir das mal andersrum, es tut mir leid. STT meine ich natürlich. Um, und jetzt sehen wir hier, uh, das geht auch vorwärts und einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen und euch so ein kleines bisschen in die Informatik einfinde. Uh, das ist schon mal falsch. Wisst, jemanden kann sehr toll hier bei mir auf dem Kanal Informatik lernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Das ist schon mal absolut falsch. Also hier sind ein paar mehr Fehler drin. Um, jetzt würde mich tatsächlich noch dafür interessieren. Aber also wir haben jetzt über ne, Python Code übersetzt bekommen. Um, Jetzt würde mich aber tatsächlich noch interessieren, was passiert, wenn ich die Sprachen nicht angebe. Und einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen und durch einen kleinen... Ja, okay, also es wurde hier tatsächlich automatisch die Sprache erkannt auf Deutsch. Das ist zumindest mal ein Vorteil. Ähm ich würde sie trotzdem angeben, wenn ich ihr wert. <laughs> Ansonsten kriegt ihr vielleicht auch irgendwas Arabisches, weil euer Sprachassistent als Arabisch eingestuft wird. So, und weil ich euch diesen kleinen Vergleich nicht vorenthalten möchte, hier noch der Vergleich zwischen dem Tiny Modell und dem jetzigen Large Modell. Und hier, das Large Modell hat erkannt und einfach ein bisschen aus meinem Leben erzählen und euch so ein kleines bisschen in die Informatik einführen. Ihr wisst ja, man kann sehr toll Informatik hier bei mir auf dem Kanal lernen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und da war nicht ein einziger Fehler dabei. Also, wenn ihr das macht und es ist euch wichtig, dass es akkurat ist. Es wird zwar länger dauern, aber ich empfehle euch wirklich das Large-Modell, so leid es mir tut. Und äh, dementsprechend würde ich mal sagen, wir haben mit insgesamt fünf Zeilen Code eine wirklich gute Übersetzung von gesprochener Sprache in diese Sprache hier, geschriebene Sprache. Und wir können mit ein kleinem bisschen mehr auch noch eine Übersetzung einleiten. Das möchte ich euch jetzt noch zeigen und einfach nur mit der weiteren Option Task Translate mehr müsst ihr nicht machen also es sind immer noch gleich viele Zeilen habt ihr eine Übersetzung ins Englische also es geht leider nur ins Englische ich weiß nicht ob die anderen Sprachen ehrlich gesagt noch geplant sind ich hoffe es and just tell you a little bit about my life and introduce you to computer science you know you can learn very great computer science here um, on my channel and I wish you a lot of fun with it das ist nicht perfekt aber es ist schon sehr sehr gut und vor allem Satzzeichen sind sogar auch vorhanden. Also, ich bin absolut beeindruckt davon ähm, und ich feiere das Tool ziemlich. Schreibt mir gerne, was ihr dazu sagt. Und vor allem, wenn ihr noch weitere so coole Sachen findet, bitte, bitte schickt sie mir immer. Ich will sowas haben. Ich muss darüber Videos machen, okay? Ich muss einfach. Es muss so sein. In dem Sinne, ich danke euch, dass ihr dabei wart und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.